Ich frage mich eigentlich gerade echt, was da hinten schon wieder für eine Party abgeht. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Das ist heute schon die dritte Folge, die ich aufnehme. Das Game bockt gerade so immens und... Du bist ein Trampler. Nein, Verwüster. Ah. Bin noch am Lernen der Namen, ja. Die sind alle schwer, die kommen alle aus der Zukunft. Das sind so Namen, die gibt es bei uns gar nicht. So, deswegen muss ich die lernen. Und genau hier laufen wir auf so eine Zone zu. Und ich würde sagen, wir kürzen hier ab. Hier geradeaus durch. Ja. Müsste funktionieren, dass wir an dieser Level 32er Zone komplett vorbeikommen. Maschinenareal entdeckt. Wie heißen die Panzerwandler? Gehen wir mal wieder den Fokus rausholen. Ja, perfekt. Dann nehmen wir natürlich noch... Wir haben mittlerweile 3 komplett volle Heildinger. Und wir sammeln immer noch fleißig. Ich glaube, also Tod gibt's bei uns nicht mehr. So wie so... Oh, oh, was bist du? Verwüstet. Du bist jetzt wieder... How do I get there? Ey, ey, ey. Geh weg. Weiß, wofür die ganze Heilung gut war. Da. Da ist ein Sägezahn. Das ist zum Beispiel gar nicht gut. Und das da unten? Als ob hier einfach mal so random ein Lagerfeuer ist. Der ist halt so immens nah. Hat er mich gesehen? Der da hinten hat mich fast gesehen. Ey, wenn mich einer von denen sieht, ich sag's euch, ich bin so tot. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, ich glaube, wir haben noch nie so viel Story erfahren wie in der letzten Folge. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Oh mein Gott, Maschinen, die vor 100 Jahren halt komplett hohlgedreht sind und halt so ziemlich die Menschheit auslöschen wollten. Da steht direkt einer vor mir. Hier sind überall welche. Das ist ja schön. Warum stehst du da so einzeln random rum? Ich kann hier nicht durchlaufen. Wo? Einfach fliegende. Du siehst mich nicht. Hör auf, mich sehen zu. Die Fliegenden machen mir am meisten Angst. Jetzt sag nicht, ich komme hier nicht. Ich komme hier nicht hoch, oder? Ich müsste einmal hier drum herum laufen. Aber da hinten sind dann einfach keine Gegner. Und ich gehe lieber den sicheren Weg, als mich da jetzt mit 10 Millionen Gegnern anzulegen. Aber ganz schön bitter. Viele tote Maschinen. Ja, wir nehmen schon die sichere Speicherung. Hier ist irgendwas. Sind das Bissspuren an der Maschine? Mir egal. Nora, Mädchen, du bist Jägerin. Maschinenjägerin. Ich rieche sie an dir. Die Öle und Fette. Oh, deine Hände sind fleckig.
Darf ich an deinen Fingern riechen? Nein. Natürlich nicht. Nein, verzeih mir, mein Kopf, er ist wirr, schwer vom Metallgeschmack, vom Licht und der Prophezeiung. Träumst du von der Metallweltjägerin? So nennt ihr Nora sie doch. Die alte Welt? Ja, ja, du hast sie fast berührt. Du jagst Maschinen, nimmst Teile, nimmst Innereien, die heiligen Öle versickern. Sie versickern im Boden, verschwendet. Öffne den Mund zur Erkenntnis, trink sie. Ich hab's getan, ich bin Brynn. Ja, sieht so aus. Und das ciao. Interessant, aber ich muss jetzt gehen. Reise weit, Jägerin, und vergiss nicht, das Blut ist wertvoll für mich. Ja, gute Jagd beim Schleiergrat. Wenn du einen Sägezahn schießt, bring mir sein Blut, ja? Nicht genug Metall im Regenwasser, wenn du mich fragst. Oder auch zu viel. Und tschüss. Ganz kurz Map öffnen. Scheint, als kommen wir hier. Oh, vielleicht, wenn wir Glück haben, da hinten hoch. Ich versuch's. Aber es sieht nicht so aus. Oh, come on. Und ich irgendwie. Ja, gut. Überzeugt. Ah, da oben ist auch alles dunkel, das heißt, da kommen wir sowieso nicht hin. Das heißt, wir müssen doch wieder alles zurück außen rum. Aber schön, dass wir den netten Herrn getroffen haben. Ja. Auf jeden Fall. Versuchen wir dann doch jetzt noch hier durchzukommen. Lebendig, lebend, however. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Ja, du hast genug über die erfahren. Tschüss! Okay, die haben uns nicht gesehen. Das freut mich, ehrlich gesagt. Okay. Ich fühle mich sicher. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Vor allen Dingen besteht diese Folge wahrscheinlich zu 100% nur aus Laufen oder zu 90%. Aber wir nehmen sehr viel Gesundheit mit. Ich sehe jetzt oben schon 3 Plusse voll. Irgendwo ist ein Lagerfeuer, das nutze ich natürlich. Frag mich, wer eigentlich außer Speedrunner an einem Lagerfeuer vorbeilaufen und da nicht speichern. Ganz ehrlich, wer tut das denn nicht? Wohin soll ich? Ohne Recht. Was seid ihr denn für welche? Schnappmaul! Das ist ein Krokodil! Wir haben eine Schwäche für Feuer. Okay, cool. Krokodile können nicht schnell rennen, habe ich gehört. Das brauche ich vielleicht noch. Ja, bestimmt. Das Signal muss ganz nah sein. Ja, komm her. Ich will wieder an dir hochklettern. Ich muss zum Kopf des Langhalses hochklettern. Ganz offen und ehrlich gesagt, das hab ich vor. Warum kann der mich sehen? Was machen die hier? Was? Komm raus, wo du auch steckst. Ja, ich komm. Jo, ich hab gehört, schönen Tag noch. Ja, die Heilung, die nehme ich noch.
Und dann ganz, ganz weit hier weg. Ich dachte, der würde mich angreifen. Nein, das sind einfach Dings. Das sind einfach die Mörder. Warum? Ich weiß es nicht. Aber den gehe ich gekonnt aus dem Weg. Ich will heute nicht wirklich Stress haben. Ich will hier ganz sauber durchkommen. Nach der Folge beende ich auch heute meine Session. Ja. Ach komm. So viel da. Oh, das sieht echt... Oh mein Gott, ich will hier wohnen. Also halt... Nee, will ich nicht. Will nichts Falsches sagen. Aber diese Welt ist mir doch etwas unangenehm. Da hinten ist irgendein Tower. Wir laufen weiter. Wir laufen seit 11 Minuten straight up in eine Richtung. Geh mal bitte wieder Pfeil und Bogen aus. Pfeil und Bogen. Direkt vor mir, was bist du? Ah, ein Schnappchen. Ein Krokodil. Wie heißen die Dinger jetzt? Schnappmaul. Ah, mit so einem flugfähigen Vogel. Oh mein Gott, was? Kämpfen die miteinander? Hey. Nein, dann gehst du wohl weg hier. Was ist mit dem los? Warum? Bitte, warum laggt das Game gerade so? Ist das echt so krass zum Laden, so eine riesige Open World? Und dabei habe ich schon so alles so... Hier nicht noch weiter runter. Da bin ich schon unten. Der Wahnsinn, es laggt einfach immens hier. Ist wirklich, liegt wahrscheinlich daran, dass... So viel Open World. Ich will nicht gegen so ein Fliegeding kämpfen. Ey, ganz ehrlich. Bin mir sicher, wir müssten gegen jeden irgendwann kämpfen. Betonung liegt halt auf irgendwann und nicht auf jetzt. Bin mir auch sicher, dass Krokodile nicht so gut in so Terrain gegen den See. Leg mich hier mal hin. Beobachte dich. Du kannst mich nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Hier laufen wir jetzt ganz, ganz langsam vorbei, damit ihr uns auch ja nicht seht. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich wurde gesehen. Aber nur so ein Lichtblitz. Ich glaube, ich würde ganz gerne die Umgebung scannen, ob hier irgendwas ist. Du siehst mich. Hör auf mich. Nein, geh weg. Oh mein, was ist denn mit dem los? Ey, es laggt so extrem. Nein! Auf. Auf. Da. Lagerfeuer entdeckt. Ja, speichern. Da ich jetzt wieder hier bin, sollte ich versuchen, Kriegsherrin Sona zu finden. Was ist da denn? Ey! Ey!
Ey, diese fliegenden Gegner sind die schlimmsten. Prediction. Da. Ich bin innerlich gerade tot. Wie weit ist es denn noch? Ach ja, nur so bei ein paar Gegnern. Ey, warum sollte ich hier nicht einfach Das sind nahe nicht dein Ernst. Das hier sind Dings, das sind Klippen, da kann ich nicht hoch. Das ist so. Vor allem dieses Areal macht mir ultra Angst. Das ist auch nochmal so riesig. Ey, ich weiß nicht, warum es hier bei solchen Orten so laggt. Ich hab euch nicht gesehen, wie kann ich euch übersehen haben? You don't see me. Right. You don't see me. Du geh, hallo! Like ice. Don't see me. Sag mal, wenn du jetzt auch hierher kommst, kein Problem, ich hab den stillen Schlag gelernt. Sag mal, so still war der also doch nicht. Ey, der sieht mich halt einfach wirklich nicht. Was? Betrug. Ich stehe da so viel zu aufmerksam. Bin nicht real. Ich bin eine optische Illusion. Ich gehe. Okay. Was war jetzt da los? Oh mein Gott, wie auch die Aufnahme laggt, wenn ich rede. Ich brauch ganz kurz einen Stopp. Ich muss ganz kurz was schauen. 100% der Fair, ja, mein Computer. Vor allem die Grafikkarte brennt. Das ist eine RTX. Habe ich Raytracing an, dann bin ich selber schuld. Ja, kein Raytracing. Ich habe einen HDR-Monitor, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich gehe mit den Einstellungen nicht noch weiter runter. Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass jetzt der Computer schon war. Oh mein, geht doch weg. Weil das sieht nur... Ach, Wächtern aus. Sind das Windräder? Er denkt doch nicht im Ernst, dass er jetzt noch was kann. Meine Güte, echt. Die sind wenigstens schön easy. Oh Gott. Ich muss meinen PC, meinen Computer, meinen PC danach wieder 10 Stunden ins Gefrierfach legen, ehe er sich wieder an die normale Temperatur da anpasst. Also laut meinem Ding ist mein Prozessor bei 80 Grad. Das ist so ganz normal. Was denn da hinten los? Ey. Hör doch auf, Sachen zu berechnen, die erst in 100 Jahren kommen. Das sind wirklich so alte Windräder. Bei uns haben sie auch irgendwann mal vor... Was? Bist du?
Dann entscheide ich mich doch lieber für die oben mal. Was ist das? Ei! Nö. Auf Kai, du machst die. Geh weg von mir. Ey, oh, nö, nee. Ich lade sofort den letzten Safe State. Ich sag's dir. Heiliges Kanonenrohr. Es regnet. Nein. Hör auf. Ey. Habt ihr gesehen, wie ultimativ riesig dieses Viech ist? Ey. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Ist kein Lagerfeuer in der... Ey, ich brauche ein Lagerfeuer in der Nähe. Ey, du kannst mich nicht hören. Doch unzerstörbarer gab's die Dinger wohl nicht zu kaufen. Was hat sich in dieser... Ich hab seinen Namen vergessen. Was hat sich dieser Typ, der die Roboter gebaut hat, eigentlich dabei gedacht? Bei solchen Teilen. Jetzt mal for real. Was denkt man sich, wenn man sowas in die Welt rauslässt? Oh. Tschüss. Hier geht gerade viel zu viel ab. Ich muss mal ganz kurz die Karte checken. Direkt vor mir wäre ein Lagerfeuer, wenn ich da leben hinkommen würde. Nicht mehr weit. Da hinten laufen Wächter. Ah, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch euch da drüben. Fuchs. Ich geh direkt neben dir, du solltest weglaufen. Geschafft. Die werden niemanden mehr töten. Hust! Ich hab sie auch alle besiegt. Das ist bisher... Das war bisher... Glaube ich, die schlimmste Passage im Spiel. Die psychisch anstrengendste. Ganz gern das mitnehmen und dann hier weitergehen. Okay, also die Folge heute besteht nur aus Laufen, so wie es aussieht. Wir sind ja immer noch nicht da. Ich werde jetzt auf jeden Fall bis zum Punkt noch hinlaufen, solange wird diese Folge gehen. Weil ich das halt nicht angucken will, muss ich das auch nicht angucken. Also ganz ehrlich, ich würde mir sowas auch nicht angucken. Für diese Job, was ist. Ey, ich bin hier nicht unsichtbar.
Okay, hier geht ganz schön viel ab. Muss ich sagen, finde ich nicht nice. Aber wir können... Wenn wir Glück haben... Hier links eigentlich ganz gut vorbei. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Das war eine optische Illusion. Way. Könnt ihr ihn mit einem stillen Schlag? Okay, rein da. Du bist selber schuld. Was kommst du denn doch? Ich hab gesagt, ich bin hier nicht. Okay. Ey, wie willst du mich von hier oben sehen? Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Bin so es doof. Muss einen Weg reingeben. Irgendwo. Nein. Dann hör doch auf. War der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Okay. Und immer schön leise. Wir werden da auf keinen Fall hingehen, habe ich gehört. Lagerfeuer, ja. Direkt rechts von mir hier ist ein Lagerfeuer, anscheinend. Bekämpfen die sich gerade gegenseitig? Ist das ein Mensch? Nein. Und? Nee, ich höre Menschen. Aber die bekämpfen sich sehr. Warum? Ich finde das gut. Wie vor mir ist eine verdorbene Zu- Ich sag's euch, wir kommen da nicht lebend an. Wenn hier die verdorbene Zone ist, laufen wir da lang. Wenn ich jetzt so geradeaus laufe, komme ich ganz gut dran vorbei. Ey, es sieht mal halbwegs sicher aus, muss ich sagen. Frag mich nicht warum, aber ich fühle mich hier sicher. Ich fühle mich hier ziemlich... Yo, diese Aussicht, die schon wieder komplette Lags bringt. Okay. Komm hier hoch, oder? Hab ich gehört. Komm schon, ja? Können wir mal ganz kurz paniken, bitte? Oh, aber es sieht wirklich... sagen, also... vertretbar sehr schön aus. Mir gefällt das hier. Hier würde ich mein Zelt aufschlagen. Da unten bei den Vieh. Fühle ich mich eher unwohl. Wobei, wenn wir jetzt eigentlich straight up da langlaufen, sollte uns kein Gegner mehr im Weg sein. Was bist du denn für einer? Du bist schon wieder was Neues. Wir haben auch schon die 30 Minuten Laufzeit. Es scheint wirklich extrem zu sein, was dieses Spiel von einem verlangt, wenn man rumlaufen muss. Das nervt mich ein bisschen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir nachher irgendwie wieder hier hin müssen. Weil, ganz ehrlich, das schneide ich euch dann raus. Weil das einfach nur nervig ist, wenn man die ganze Zeit vom einen Ort zum anderen laufen muss. Sogar, ja. Aber hier wird es problematisch. Als ob ich hier noch laufen kann. Also nicht, wäre ich hier schon 10 Mal runtergefallen. Naja.
Boah, aber hier laggt es extrem. Wird hier echt so viel 3D zu... Ah, ich sehe gerade, dass dieses 3D-Modeling ja extrem hochwertig ist. Naja, okay. Passt immer. Ey, aber es ist nicht mehr weit, wenn ich das richtig sehe. Oh, hier gibt es noch Heilung. Und hier im Wald, ganz ehrlich, mein Medizinbeutel ist voll. Oh mein Gott, das gibt's. Ganz ehrlich, ich fühle mich hier richtig, richtig sicher. Ich frage mich eigentlich, was die Dinger da auf dem Rücken haben. Kistenhalter. Ich komme hier oben aber auch nicht weiter. Doch, natürlich komme ich hier weiter. Wir scheinen auch gut voranzukommen. Ich hoffe, wir treffen nochmal hier irgendwie auf ein Lagerfeuer. Wieso ist die Karte jetzt auf einmal komplett frei? War das vorher schon so? Ich weiß nicht. Denn ich fände es jetzt blöd, wenn hier kein Lagerfeuer mehr kommt. Weil... Warum? Ich muss ja auch noch die Folge beenden irgendwann vorher. Bis jetzt, also... Gerade jetzt fühle ich mich echt sicher. Ja, außer Lanzenhorn. Okay, ihr scheint neue Gegner zu sein. Also. Hier ist ein Lagerfeuer und ein Händler. Let's go. Wo ist der genau? Ist auf einmal so eine offene Fläche. Was ist da? Bitte sag mir nicht, dass das irgendein Boss ist oder so. Ey, bitte nicht. Ich glaube, da oben scheint das zu sein. Bitte. Sehr schön. 32 Minuten rumgelaufen. Was hat denn der Händler? Rüstung. Mann, mir fehlt ein Panzer. Ein Panzerwanderer. Ich bin mir sicher, das ist irgend so 10 Meter großer Gegner, den ich nicht bekämpfen will. Ich würde aber gern Sachen verkaufen. Ein Beispiel hier. Aber wobei, stopp, stopp, stopp. Herstellen. Okay. Scheint mir nichts zu bringen. Dann verkaufe ich doch ein paar Sachen. Und zwar... Ja, ja. Ja, was bist du? Keine Ahnung. Davon habe ich noch einen zweiten. Das kann weg, das... Andersrum so. Widerstandstrang, bräunig. Lohn verkaufe ich lieber auch die 50. Habe ich noch. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und tschüss. Und dann speichere ich nochmal und kann hier diese Folge beenden. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wenigstens gefallen, falls ihr sie euch überhaupt angeschaut habt. Wenn ja, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute.